Die Mikrofone sind offen. Das Spiel kann beginnen. Wir sind bereit. Frank Buschmann und Manny Breukmann als Ihre Kommentatoren. Ein strenger Schiedsrichter ist das. Das ist reine Geschmackssache, ob man das gut oder schlecht findet. Ja, für mich ist er manchmal zu streng. Ich sehe lieber das Ganze an der etwas längeren Leine, dass Fußball gespielt wird. Torgelle. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Dabrowski. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Paul Freier. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Er wackelt leicht, aber er bleibt einfach oben. Ball im Tor aus, Abstoß. Paul Freier. Da geht er in den Gegner rein. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Torgelle. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Maric. Jetzt schießt er und... Aggressives Tackling. Lamberts. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Er greift ihn hartnäckig an. Ein sehr schöner Pass. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Jetzt greift er den Gegner an. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Spitzen und der Ball ist völlig frei. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Für dieses Foul sieht er gelb. Attacke auf den Gegner. Schöner Kombinationsfußball. Da will er jetzt hin. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein richtig guter Freistoß, aber es fehlte das Entscheidende. Das Tor, das fällt hier eben nicht. Lamberts. Gut abgefangen hat er da den Ball. Da wäre er jetzt in Zweikampf. Und nun Federico. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Super von außen. Nein. Sie verzweifeln. Ganz knapp daneben dieser Ball. Ach, der muss eigentlich passen. Der muss sitzen, der Kopfball. Wer besaß den Ball? Wie lange? Die Ballbesitzstatistik. Torgelle. Jetzt kann er vielleicht mal selbst einen Angriff aufziehen. Dabrowski. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Torgelle. Paul Freier. Er attackiert, er will den Ball.
Da bearbeitet er den Gegner. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Den hat er ganz, ganz sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch eine erhebliche Distanz. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Vogel. Was wird? Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Das steht bei mir im Festsatz. Wer die Dinger nicht reinmacht rechtzeitig, der wird sich noch wundern. Ja, also ich habe auch den Eindruck, was die hier so liegen lassen, da kann es sogar passieren, dann fangen sie sich noch einen Konter und haben gar nichts. Er grätscht hinein. Maric. Er greift ihn hartnäckig an. Auch der Übeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß. Und manchmal haben sie auch die Grenzen überschritten. Hier die Zahl der Fouls. Maric. Paul Freier. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Ja, da muss es Gelb geben. Maric. Maltritz. Mavrai. Dennis Grote. Jetzt greift er den Gegner an und er holt sich den Ball zurück. Und der Attack. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Schiedsrichter entscheidet, denn der war ja schon verwarnt. Er hat doch schon einmal gelb gesehen, jetzt die zweite gelbe Karte. Das gibt Ärger mit dem Trainer und das gibt Ärger mit den Mitspielern. Das war überflüssig. Slatko Didic. Und schon wieder eine Grätsche. Nochmal nachgesetzt und jetzt hat er den Ball. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Da steht, der Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. 11 Meter. Und schon wieder ein Platzverweis. Was ist denn mit denen heute los? Ja, und dann gibt es auch noch einen Elfer. Hier kommt alles zusammen. Für Nerven in dieser Elfmetersituation. Aber schau mal, ganz, ganz sicher verwandelt, ganz abgezockt. Jetzt, den holt sich der Keeper. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Dabrowski. Er versucht den Ball abzuholen. Und schon wieder ist das Spiel unterbrochen. Ja, und er lässt einfach keinen Körperkontakt zu. Es gibt die gelbe Karte. Geht er in den Gegner rein. Und der Ball, er zappelt im Netz. Normalerweise mache ich immer die Augen zu, wenn er schießt, aber jetzt hat er getroffen. Ja, also das habe ich seit Monaten, um nicht zu sagen, seit Jahren nicht mehr gesehen. Man könnte fast meinen, er wäre angeschossen worden. Da. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Ja, so kann... Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Maltritz. Jetzt sind wir gespannt. Was entscheidet der Schiedsrichter? Der Spieler war schon verwarnt. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es seine zweite gelbe. Und die Entscheidung geht völlig in Ordnung, Manni. Leichtsinnig, wie er da reingeht. Und so schadet man seiner Mannschaft. Ein wunderschönes... Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein.
Maric. Gehalten, aber noch heiß. Christ. Torgelle. Maric. Aggressives Tackling. Da wird der Trainer zufrieden sein. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Lamberts. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Ja, da hat er auf Freistoß entschieden. Sofort, ohne zu überlegen. Keine Karte, aber Gesprächsbedarf des Schiedsrichters. Ja, und das macht er gut, der Referee. Also sagt ganz deutlich, beim nächsten Mal bist du reif. Und da sollte er sich dran halten. Die Abwehr steht sicher, fängt die Flanke. Das ist das Tor! Oh, 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 jetzt sind die anderen aber richtig am Boden. Ja, und zu Recht, denn da kassieren sie das nächste Ding, stehen wieder nur dabei und so kann man nicht gewinnen. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Gut geklärt von ihm. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Konzentriert sich auf diesen Eckball. Maltritz. Wie kann denn sowas passieren? Schöne Ecke und dann hat sofort wieder der Gegner den Ball. Er greift ihn hartnäckig an. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und er ist drin! Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Und hier sehen wir nochmal ganz deutlich, manchmal hilft es nicht zu denken, einfach draufzuhalten. Und das ist die Belohnung. Ganz klare Führung jetzt. Ganz, ganz bitter. Ja, das ist immer eine ganz bittere Angelegenheit. Ein Eigentor. Oh, 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 dumm gelaufen. Eigentor. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gleich aus dem Konzept bringen lassen. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Ein perfekter Tag für die Sieger. Ein schlimmes Erlebnis für die Verlierer. 5:0 das Endresultat. Kurz nach dem Krieg nannte man das Kantersieg. Ja, das